Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir diesen elend geilen Bogen gekriegt und wollten uns, glaube ich, auf den Weg machen. Alex heißt der Mongo, glaube ich. Oh, geiles Grab. Abzuholen. Ah, genau, das hatte ich auch, glaube ich, noch gesucht gehabt. Sind aber scheinbar nicht gefunden. Ah. Da fehlt mir scheinbar noch irgendeine Ausrüstung für den Bogen. Hier ist noch ein Geocache. Hier ist so eine alte Mine, wie es ausschaut. Schon geil. Da oben haben wir noch Bergungsgut. Klack, nehmen wir mit. Schrotflinte Teil 1 von 3. Sehr schön. Und ich denke mal, wir müssen da diesen schönen Parcours entlang, wie das immer so ist. Ich kann mich auch irren, aber wir probieren das einfach mal. Ich denke, wir werden da ganz gute Erfahrungen mitmachen. Haben wir noch Pfeile? Brauche ich noch welche? Nee. Boah, ich muss mich gerade erstmal wieder total an die Steuerung gewöhnen. Von hier kann ich irgendwo hin. Ach, ich kann jetzt mit dem Bogen auch dahin so Dinger schießen. Das ist natürlich geil. Da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Da unten leuchtet auch irgendwas. Aber das probieren wir jetzt besser nicht aus. Ich glaube, das wäre unser Tod. Ups. Perfekt. Wieder mal perfekt ausgeführt, Lara hier. Ja, was tut der liebe Alex da? Der liebe Alex. So, ausgenommen. Oh fuck, wir verbrennen. Das war jetzt, glaube ich, eher kontraproduktiv. So, hast dich beruhigt, sehr schön. Zack. Kommen bestimmt gleich Gegner her. Sieht das schon wieder so besiedelt aus irgendwie. So, das sah doch sehr gut aus. Ah, da ist schon einer. Wenn wir gerade mal dabei sind. Ihr seid übrigens auch so gut wie tot. So, dich haben wir jetzt auch gleich. Da haben wir dich. Du müsstest jetzt eigentlich sterben, denke ich mal. Ach ne, du lebst noch. Ach komm schon. Geh mal nicht in Deckung. Pussy. Ah, der hat auch einen geilen Bogen. Was muss man ihm lassen? Der Bogen war echt nice. Ah, ich könnte das. Na egal. So, da können wir noch hoch. So, und zack. Wow. Ah, hier zur Seite, okay. Das war viel einfacher als gedacht. Ich dachte, ich müsste das jetzt nochmal runter und dann mit der Schrotflinte, aber. Nee, nee, das war ja relativ easy. Kann ich die von da oben ausnehmen? Nee, scheinbar nicht. Aber die haben irgendwie wenig Schiss. Geh kaputt. Hier oben. Ah, da kommt Dimitri. Oh, oh. Praying and chanting. I couldn't take it. You could have just knocked him out.
I lost my temper. The place brings it out in you. Yeah, but you gotta control that shit. Just keep your mouth shut about it, alright? Fine, fine. Hat er einfach mal seinen Kollegen umgelegt. So, Kopfschusskiller würde ich mal sagen. 100 Punkte, was ist da los? Dramatische Musik direkt wieder zu Ende. Geheimes Grab entdeckt. So, warte mal, machen? Ja, komm, machen wir mal. Weil ich glaube, dass wir den Weg nicht nochmal zurückgehen. So wie ich das Spiel kenne, werden wir dann über irgendwelche anderen Wege umgeleitet. Ah, was haben wir hier? Irgendwas zum Vorlesen oder irgendwas zum Angucken? Zum Angucken wahrscheinlich, ne? Gucken wir doch mal. Was ist das denn? Ah, so ein Schreiber. Dings da. Lara. So. Und sonst so, was gibt's hier Schönes? Ach, nicht das, ich drücke immer. Ich weiß gar nicht, warum ich diese komische Taste immer drücke. Aber irgendwie habe ich mir das scheinbar irgendwie angewöhnt bei irgendeinem anderen Spiel oder so. Aber gut. Springen! So, das ist mal oben. Das sah jetzt nicht so schwer aus, das geheime Grab. Aber ich bin gespannt, was da noch kommt. Ah, gut. Shotgun haben wir voll. Und ich bin gerade noch ein bisschen in Überlegungsnot, was ich sagen kann. Ach nee, das kann ich ja so anzünden. Weil ich gerade irgendwie, ich bin so schon wieder im Halbschlaf. Aber ist eigentlich egal. Ich könnte euch jetzt natürlich hier so ein bisschen abwerben, nein, aber das will ich ja gar nicht. Aber wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr gerne auf meinem Einzelplayer-Kanal. Oh, süß. Harvey. Ja, das ist schon schade. Auf meinem eigenen Kanal quasi vorbeischauen. Da mache ich auch Let's Plays. Habe jetzt ein Projekt abgeschlossen: Drakensang im Fluss der Zeit. Es kommt am Freitag, also einen Tag später als diese Folge. Nicht Drakensang. Oh, wie heißt das Spiel? Tomb Raider. Also, das kann man sich gerne auch mal angucken. Die ersten Folgen sind nicht ganz der Burner, weil ich halt mit diesem Spiel angefangen habe. Aber ich finde, man kann anhand dessen schon mal eine schöne Entwicklung feststellen. So. Da geht's wieder zurück. Oh, ich kann die Shotgun-Muni jetzt mitnehmen. Dann, was gibt's dann noch? Manchmal Hunger-Games gibt's da hin und wieder noch. Meistens, also jetzt die neueren Folgen meistens dann von mir alleine erspielt, früher auch mit Dustin, die sind eigentlich auch ganz lustig, die Folgen gucke ich mir gerne auch hin und wieder selber nochmal an, das, weil das schon so ein bisschen also alte Zeiten erinnert. Ist eigentlich echt schön. Was gibt's sonst noch? Die zukünftigen Projekte könnt ihr mitentscheiden oder können die Zuschauer mitentscheiden. Habe ich jetzt mal nachgefragt und ich hoffe, da kriege ich auch Feedback wieder. Da kommt dann, keine Ahnung, was... Ich hätte mir jetzt gedacht, eventuell Edna bricht auszunehmen. Aber da könnt ihr mir ja vielleicht auch mal, wenn ihr Lust habt, auch mal Feedback zu geben. So, und sie redet nicht, also können wir da aufstehen. Ja. Okay, was ist das hier? Was haben wir denn hier Schönes? Mein Vater labert, ich hoffe, das hört man jetzt nicht allzu laut. Oh, fuck. Ja, vor allen Dingen... Wie kommt... Ach, da unten kann man sich bestimmt mit der Shotgun durchsprengen. Ach, nee, ich kann... Ah. Okay, aber ich glaube, ich brauche den Bogen hierfür auch irgendwie. So. Okay, ziehen wir einfach mal da dran. Das muss ich abschießen, damit das Seil losgeht. Da könnte ich jetzt so machen. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber hier ist Shotgun-Muni, von daher ist mir das relativ. So.
Dann kann ich entweder das Wasser bestimmt irgendwie ablassen. Oder den Strom ausschalten. So, ich schalte jetzt erstmal den Strom in gewisser Weise aus. Fuck, fuck. Ne, ich wusste es. Das war zu langsam. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite lang gelaufen. Probieren wir es mal mit der anderen Seite. Obwohl, hier muss ich gar nicht lang, glaube ich. Also, das muss ich, glaube ich, gar nicht kaputt machen. Zack. Bogen schießen kann sie echt gut, die Lara. Komm, geh da hoch. Oh nein, die kann die da nicht hoch, oder was? Dein Ernst, Lara, du kannst... Ich sehe schon, dass wir das in der Folge sind, so unnötigen Toten einfach. Ja, da muss ein Weg sein, ja, schön. Und wo, bitteschön? So. Das fackeln wir ab. Wenn ich das Ding da ziehe. Gut, ich guck mir das jetzt mal hier an. Das bringt mir nichts, außer dass ich da wieder rauskomme gleich. Also ich würde schon sagen, dass das hier drüben irgendwo ansteht. Aber wenn die Lara nicht hochkommt... Wie lange Zeit hat man denn? Wir zählen das jetzt einfach mal so ein bisschen mit quasi. Ich muss kurz räuspern. 21, 22, 23, 24, 25. Und damit man geröstet. Okay. Okay, 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 komm, beeil dich, beeil dich. 21, 22, 23, 24 und geröstet. Das war jetzt ärgerlich. Nillera Panzer auf. Gut. Ja, das ist mir schon klar, Lara, aber so wie ich es machen will, machst du es nicht. Gut. Ich dachte, es wäre einfach. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Och Mann. Das muss doch. Das muss doch möglich sein, oder? Das kann nicht unmöglich sein. Aber bis jetzt kommt es mir unmöglich vor, quasi. Aber auch nur, weil ich es nicht geschafft habe, wahrscheinlich. Okay, das verkann man mal ab. Ich weiß nicht, was das bringt, aber... Gut. Von hier kann ich nichts machen. Das seht ihr wahrscheinlich genauso wie ich. Oder ich habe was übersehen. Der erste Moment, ab dem ich was sehe, das ist... Hier. Die Frage ist, was bringt mir das? Ganz, ganz vorsichtig. Zieht doch einfach Gummistiefel an, Lara. Komm schon, komm schon, komm schon! Aha! Nee, oder? Ohne Spaß, ich verzweifle hier. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir das in der nächsten Folge mal vernünftig hinkriegen. Und bis dahin sage ich mal auf Wiedersehen und tschüss.